Unser Taktik-RPG Die Zwerge spielt im geborgenen Land, einer Ansammlung von Königreichen, die vollständig von Bergen umgeben sind. Die Zwerge sind die Hüter des geborgenen Landes. Sie verteidigten alle Grenzen vor Eindringlingen, bis eines Tages den Horden des Gottes Tion ein Durchbruch im Norden gelang. Eine unheimliche Macht breitete sich von dort aus und konnte in den Jahrhunderten danach nur mühsam mit Hilfe von magischen Barrieren in Schach gehalten werden. Man spielt den Zwerg Tungdil, der von all dem nur aus Büchern weiß, da er bei Menschen aufgewachsen und weit und breit der einzige Zwerg ist. Du bist ein Perfektionist, Tungdil Bolofar. Ich habe einen Ruf zu verlieren, wenn man sich nicht mehr auf die Schmiedekunst eines Zwerges verlassen kann. Worauf dann? Während du das geborgene Land erkundest und mit seinen Bewohnern sprichst, kannst du mehr über die Welt erfahren und so tief in ihre Geschichte abtauchen. Und keine Sorge, falls du nicht gerne liest. Alle Texte im Spiel sind voll vertont. Ich sollte erst mit Lord Ionan sprechen. Er wartet nicht gern. Murmelst du und fragst dich, seit wann du solche Gedanken laut aussprichst. Ist Tungdil zunächst noch alleine unterwegs, schart er schnell bis zu 12 Begleiter um sich. Jeder mit eigener Geschichte und besonderen Fähigkeiten im Kampf. Im Laufe des Spiels bereist man große Teile des geborgenen Landes und besucht verschiedene Zwergenstämme. Die Geschichte orientiert sich dabei am ersten Roman aus der Zwergereihe von Markus Heitz, bietet aber auch neue Nebenhandlungen und zusätzliche Quests. Herz des Spiels ist das Kampfsystem. Als der Herr der Ringe ins Kino kam, sah man zum ersten Mal riesige computergenerierte Armeen aufeinander prallen. Wir haben uns gefragt, wie es wäre, als Held in einer solchen Schlacht zu stehen und sich gegen eine Übermacht von Gegnern verteidigen zu müssen. Es ist technisch sehr anspruchsvoll, dynamische Gegnermassen darzustellen, die auf die Aktion des Spielers und auf die Umgebung clever reagieren. Wir haben viel Grundlagenforschung betrieben und haben uns Stück für Stück einer Lösung genähert, die nicht nur cool aussieht, sondern auch noch verdammt viel Spaß macht. Die Figuren im Kampf haben eine Masse, einen Impuls und werden von verschiedenen Kräften in der Welt beeinflusst. Wenn der Spieler eine mächtige Spezialfähigkeit benutzt, sind davon nicht nur, wie so häufig, die Gegner in unmittelbarer Umgebung betroffen, während der Rest dumm herumsteht und zuschaut. Stattdessen hat jede Aktion Auswirkungen auf die gesamte Gegnermasse, die darauf dynamisch reagiert. Du kontrollierst in jeder Schlacht bis zu 4 Charaktere gleichzeitig. Jeder kämpft für sich alleine, wenn du dich gerade nicht um sie kümmern kannst. Doch die kampfentscheidenden Spezialattacken und Kombos werden nur von dir in die Wege geleitet. Es ist ein wenig wie ein Raid in einem MMO. Jeder Charakter im Spiel hat seine Aufgaben und es kommt darauf an, ihre Fähigkeiten geschickt einzusetzen und das gesamte Team zusammenarbeiten zu lassen. Der Unterschied ist nur, dass du dieses Mal sämtliche Figuren selber steuerst. Das war ein erster Überblick zum Gameplay von Die Zwerge. Unterstützt bitte unsere Kickstarter-Aktion, liked uns auf Facebook und abonniert uns auf YouTube. Euer KingArt-Team.